What you want? Ja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder euer Benny von den Two Epic Buddies zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 Video. Heute geht es um einen Aufsatz, nämlich um den Vordergriff. Warum ich in diesem Video sicher den ein oder anderen von euch da draußen ins Staunen bringen werde, werdet ihr dann in Kürze sehen, wenn ich nämlich eine Waffe mit diesem Aufsatz, also mit dem Vordergriff und einmal die Waffe ohne den Vordergriff in einem 1:1 Vergleich darstellen werde und wenn ihr dann direkt sehen könnt, was dieser Aufsatz wirklich für eine Auswirkung auf die Waffe hat. Dem ein oder anderen von euch da draußen wird es sicher aufgefallen sein, in meinen Klassensetups war eigentlich vom Vordergriff nie die Rede. Und ja, warum das so ist, kommen wir jetzt wirklich in Kürze gleich dazu. Zuerst noch zum Hinweistext, der beim Aufsatz dabei steht. Da steht nämlich dabei, verringert den Rückstoß beim Benutzen der Zielvorrichtung. Und ja, wir fangen jetzt einfach mit ein paar dieser Waffenvergleiche an, also diese Vergleiche mit dem Griff und ohne dem Griff. Ich habe jetzt nicht alle diese Tests, die ich gemacht habe, in das Video reingepackt, aber dadurch wird einfach klar ersichtlich werden, also durch diese, die ich herzeigen werde, was der Vordergriff wirklich bei der Waffe bewirkt. Und ja, wir fangen gleich mal an. Die erste Waffe kommt aus der Klasse der MGs und heißt MK48. Ja, hier haben wir jetzt links im Bild das MK48 ohne Griff und rechts im Bild das MK48 mit Griff. Und jetzt sehen wir hier das Ergebnis, die beiden sind nahezu ident, man merkt kaum einen Unterschied, also dieser Aufsatz hat auf der MK48 keinerlei Auswirkung. Die nächste Waffe ist die QBB LSW, also wieder ein MG, auf der linken Seite wieder das MG ohne Griff und auf der rechten Seite mit Griff. Und wieder sehen wir im Ergebnis, klar, der Griff bringt überhaupt nichts auf der Waffe. Und ja, weiter geht es also mit einer SMG, nämlich mit der PDW 57 und auch hier kommt wieder ein ähnliches Ergebnis als wie bei den MGs heraus und bei der PDW sogar, ja, im schlechteren Fall hier, der Rückstoß ist sogar ein bisschen höher, beziehungsweise hat es sogar einen leichten Rechtsstrahl. Und ja, weiter geht es nun mit der MSMC, wieder links die MSMC ohne Griff und rechts die MSMC mit Griff. Ja, und wir sehen genau das, von was ich eigentlich schon die ganze Zeit sprechen möchte. Der Aufsatz hat sogar teilweise negative Auswirkungen auf die Waffe und das hat man jetzt in diesem Beispiel ganz gut gesehen. Also Finger weg von diesem Aufsatz. Natürlich habe ich auch die Sturmgewehre nicht außer Acht gelassen. Hier sieht man auf der linken Seite die Typ 25 ohne Griff und auf der rechten Seite mit Griff. Und ja, man sieht wieder klar und deutlich, sie hat keine, also der Griff hat auf die Waffe keinerlei Auswirkung. Weiter geht es mit das KH auf der linken Seite ohne Griff und auf der rechten Seite mit Griff. Und ja, im Ergebnis kann man wieder klar und deutlich sehen, der Vordergriff hat den Rückstoß wieder erhöht und die Waffe ist dadurch wieder schlechter geworden. Das soll es einfach von meinen Tests gewesen sein. Ich habe noch diverse andere Waffentests durchgeführt, die packe ich jedoch nicht ins Video rein, da das Ergebnis einfach immer dasselbe war. Der Aufsatz, also der Vordergriff-Aufsatz, hat keine Auswirkung auf die Waffe, beziehungsweise hat teilweise sogar schlechtere Auswirkungen auf die Waffe. Deshalb kann ich niemand von euch da draußen empfehlen, dass ihr diesen Aufsatz auf eine Waffe draufpackt. Er verringert in keinster Weise den Rückstoß, er erhöht auch nicht die Genauigkeit aus der Hüfte, sowie die Genauigkeit beim Bewegen. Gar nichts davon macht dieser Aufsatz. Er erhöht nicht die Geschwindigkeit, also die Anzielgeschwindigkeit zum Beispiel nicht. Dieser Aufsatz hat einfach keine Auswirkung auf die Waffe. Und ja, deshalb kann ich den Aufsatz einfach nicht empfehlen. Ich hoffe, ich konnte einige von euch da draußen ein wenig informieren darüber. Und ja, ich hoffe, ihr werdet diesen Aufsatz in Zukunft einfach weglassen und dafür einen anderen sehr guten Aufsatz verwenden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Vergesst bitte nicht auf die Bewertung des Videos. Und ja, bis dahin. Ciao. Come on.